So, heute ist Freitag und da hatten wir gesagt, da gehen wir fräsen. Dass wir jetzt die Baustellen, ne, wir wollen jetzt immer nicht so lange Wartezeit verstreichen lassen zwischen Fällen und Fräsen, damit wir dann auch jetzt zügiger Rechnungen schreiben können. Ne? In der Vergangenheit haben wir manchmal bis zu 3 Monate verstreichen lassen und da hast du natürlich 3 Monate lang Außenstände, was echt ätzend und nervig ist. Das wollen wir jetzt zügiger in Zukunft angehen, dass wir da eben auch schneller Rechnungen schreiben können. Ja, weil gerade im Moment, wo man eher so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche lebt, ist das wichtig, dass man keine großen Außenstände aufhäuft. So, ihr euch schnuffelt, ne? Und ihr geht Oma hin, schön vom Ofen, ne? Oh, ich finde die immer noch, das war eine sehr geile Idee. Sehr geile Idee. So, Baustelle ist bekannt, ne? Hier waren wir und hier wird jetzt alles gefräst. Hier müssen wir noch eben gucken nach Steinen und so. Wir stellen uns hier wieder hin, genau. Holz ist komplett weg, wa? Holz ist komplett weg. Schickitowski geht los mit Fräsen. Ich weiß nicht, ob wir noch perren müssen. Na, aber wir haben ja gestern neu geperrt. Aber normal müsste er sich reindrücken können. Oder einer von beiden sich reindrücken können. Ja, wer ist da? Hallo? Ja, du bist auch da. Ja, siehst du. Da haben die sich das gemerkt. Ja, cool. Das ist alles gut. Alles ist gut. Everything is. Aber den riesen Hundehaufen, scheiße, ey. Es ist echt zum Kotzen, ey, doch. Mann. Genau da dran, ne? Mal den Trecker mal einmal durch, wa? Und dann. Ja, lass mal warm laufen und dann geht das los. Ich weiß nicht, ich häng hier mal irgendwo die Kamera hin. Wir müssen hier die alte Ausfahrt unter der Wurzel weggraben. Hier sind überall Steine, also richtig, hier seht ihr ja, dicke Vierkantpflastersteine. Deswegen fängt Tina jetzt da an der Seite an. Die kann die Kamera irgendwo am Fräskopf festmachen oder so, dass der das filmt. Aber wir sind hier mit Kreuzhacke, ne, und Spaten noch eine Weile beschäftigt und müssen hier erstmal sorgen, dass wir nicht gleich alle Zähne verlieren. So, einmal hier das Beet durchgefräst, da geht man jetzt einmal mit der Eisenhake drüber oder Tina hätte es auch mit dem Schild eben einmal glatt ziehen können. Hat auch wieder ein bisschen was gefunden, ne? Desperado-Flasche, ne? Tequila-Flavored Beer. Du hattest Durst, ja, genau. Bauschutt war auch jede Menge. Ne, hier sieht man überall die Steinsplitter liegen. Hier liegen auch noch Steine. Irgendeiner hat quasi hier drunter den Bauschutt auch verklappt. Ja, das kann man jetzt noch im Eimer glatt ziehen, dann ist das
ist das wieder schick. Dann kann man da Rasen drauf sehen. Jetzt geht es hier hinten um die anderen Wurzeln im Rasen. Das geht eben ratzfatz mit der Dicken. Ne? Stein vorne aus dem Graben gekriegt in der Zeit. Da kannst du mal, wenn es ja fertig ist, also draußen gibt es den Kaum über der Wurzel. Und dann ziehen wir da hinten das Beet gleich auch einmal so oberflächlich mit der Forke gerade. Schon mal wieder schick. Das da machen wir gleich schick. Jetzt müssen wir erstmal Tina da um die Ecke bei den Wurzeln helfen. Da standen ja die ganzen Tannen, die wir umgeworfen und gehäckselt haben. Wir haben den Zaun hier eben schnell weggenommen. Und jetzt randaliert sich Tina hier rein, um hier die Wurzeln wegzumachen.
Reisdorn mit zerstört. Der Ballen ist ja weg und die Grenze verläuft sowieso davor, wo der Zaun ist. Ja. Aber das Ergebnis ist schön. Genau, weil hier Hackschnitze liegen, dann beweise ich das ein bisschen. Das Vermoderat. So, die sind alle weg. Jetzt stellen wir den Zaun gleich noch einmal schnell wieder hin, den wir aufgerollt haben. Und dann ist das ganz schick, denke ich. Ich mache noch mal einmal ein Foto. Vorher, nachher für Facebook. Ne? Da habt ihr es ja immer tagesaktuell, was wir machen. Und dann kommt Zaun rein und dann vorne die Wurzel. So, dann geht es jetzt hier weiter, wo wir die ganzen Steine ausgegraben haben. In der Hoffnung, dass wir keine mehr finden. Aber ist da auch eingewachsen. Aber den reißt du bei uns so 1000 Teile, da bleibt jetzt die von über. Wir hätten die tiefer abschneiden sollen. Weil dann hätten wir den Segelzaun gesessen, hätte auch Zeit gegeben. Haben wir so ein bisschen das ihn wieder begradigt. Falls da ein Auto drin steht, das wissen wir nicht, dass das da rein und raus kann. Das wird ein bisschen nachsacken, deswegen haben wir die restliche Erde da liegen gelassen, dann kann man wieder drüber streuen. Plan ist aber, dass zeitnah die Garagen abgerissen werden, die Auffahrt hier sowieso rauskommt und hier eine neue Doppelgarage hinkommt. Deswegen musste das auch alles hier weg. Also hier wird eine Doppelgarage gebaut, deswegen kam das alles weg. So, nimm du die Kamera, dann kann ich schubsen. So, Markus und ich haben das mit der Forkner eben schnell glatt geschubst. Der Kunde möchte hier eh eine Hecke pflanzen, der muss hier eh nochmal mit dem Bagger rüber, das vielleicht ein bisschen glatt ziehen und so. Und dann soll hier eine Kirschlorbeerhecke und einen Zaun hin, so wie da steht ja schon ein Stück Zaun.
Und dann muss hier eh, ne, wenn ihr das mal guckt, hier sind so viele Kuhlen und wo die ganzen Bäume gestanden haben, wo alles rausgekommen ist und da auch, das hat er ja selber damals rausgeruppt, hier standen irgendwelche Rhododendronbüsche. Das muss eh alles einmal mit Erde aufgefüllt und begradigt werden und so mit dem Bagger, ne? Also, und auch wenn da ja die Garage abgebrochen wird und ausgekoffert wird für die Pflasterung und so, also hier passiert eh noch jede Menge. So, das denke ich, das Ergebnis ganz okay ist. Nächste Baustelle. Das Ganze hat jetzt knapp 1,5 Stunden gedauert. Das ist okay. Das ist okay, denke ich. Mit der kleinen Fräse hättest du da wahrscheinlich 6 Stunden bestimmt beigesessen. So, bekannte Kreuzung, ne? Habe ich ja gestern schon gefilmt, hier wo diese Grundstücksrodung, also eigentlich ist das Arbeit für den Forstmulcher, einfach alles platt fahren. Ja, aber wir müssen hier jetzt ja noch im Wurzeln fräsen, ne? So soll das eigentlich auch sein. Dann geht das wenigstens schnell hintereinander, ne? Gestern gefällt, heute wird gefräst. Dann müssen wir vorne bei dem einen Baum, beim Ahorn, glaube ich, müssen wir noch eben ein paar Tacken raushauen. Ein bisschen Totholz. Und dann ist das alles erledigt und dann können wir eine Rechnung schreiben. Hier sind ja, wie gesagt, die beiden Bäume weggekommen. Was ich jetzt machen werde, ist einmal kurz das Wasserrohr da freilegen. Haken fertig. So, Kamera war an der Fräse, habe ich jetzt zu spät gesehen. Wir haben aus den RZ-Platten eine Brücke gebaut. Wir haben also welche hier reingeworfen und welche drüber gelegt. Insgesamt 2 rein und 2 drüber. Weil hier ein Graben ist und wir die Wurzeln hinterm Graben fräsen müssen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ja. Markus schaufelt jetzt einmal frei. Ja, es ist scheiße nass, ne? Okay, Wurzel ist tatsächlich raus. Jetzt muss nur noch mal unfallfrei über die Platten kommen. Ich hätte aber noch mal gerne ein Foto. Ja, krass, ne? Haben die auch wieder gehalten, ne? Alter, was man mit den Platten alles machen kann. Eigentlich kriegen die da gar nicht genug Geld für. Weil eigentlich kann man tatsächlich ganz viel mit den Platten machen, wo die eigentlich gar nicht für gedacht worden sind. Hier, Arschloch, die nehme ich mit nach vorne. Du kannst schön die Dinger aus dem Graben pulen. Pisser, habe ich doch gewusst, ey. So clever, aber... Kackvogelwetter. Ja. Uns gibt es auch in Zivil. Ja gut, du siehst öfter so aus, ja. Mich gibt es auch in Zivil. Somit schwarze Hose und vernünftige Jacke und vernünftigen Pulli. Die Muckis haben immer das gleiche an, ne? Wir haben so tolle Mäntel und Pullover für euch, ne? Und nie kriegt ihr die an, ne? Merkwürdig. Komm her, Großer. Wir müssen einmal Oma hin. Ja, aber wir sind eingeladen worden heute.
Wir sind eingeladen worden. Einige von euch haben das in den Kommentaren gesehen. Ist also hier jemand auf Besuch mit seinem Wohnmobil. Mit einer Person außerhalb des eigenen Haushaltes darf man sich ja treffen. Wohlgemerkt mit einer Person außerhalb des eigenen Haushaltes. Alle Restaurants haben zu. Aber derjenige hat Essen besorgt bei einem örtlichen Restaurant. Und dann treffen wir uns bei ihm im Wohnmobil und essen das eben da und quatschen dann eben. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir relativ zeitig wieder zu Hause sind, weil Ausgangssperre ab 9 Uhr ist halt immer noch in unserem Landkreis. Nur hopp, rein. So, wir sind hier in Logabirum. Hier hinten ist der Philipsburger Park. Hier, und hier ist das Kriegerdenkmal. Hier haben wir schon mal gearbeitet im Philipsburger Park. Ne? Da haben wir Wurzeln gefräst für einen befreundeten Baumpfleger, der dort eine Ausschreibung gewonnen hat. Und hier ist dann eben die Philipsburg. Und schräg vor der Philipsburg ist das besagte Restaurant, wo ein guter Freund, ne, der Volker mit seiner Frau Kathi, eben auch gerne essen geht. Das hat einen sehr guten Ruf, auch wenn das von außen sehr unscheinbar aussieht, muss man ganz ehrlich sagen. Und da könnt ihr eben auch die Philipsburg sehen, hier in Leer. Weißt du, wie das hier zusammenhängt, wem die gehört und so? Die gehört ja nicht zu den... Nein, zu Knipphaus gehört das nicht, die sind Privatbesitz mittlerweile. Die sind Privatbesitz, ne? Müsste man jetzt googeln, also genau, also da weiß ich wenig drüber, weil man kann da nicht rein einfach. Genau. Was schade ist. Ja. Aber ich würde es ja genauso machen. Ja. So, wir sollen Beamte parken und er ist... Genau, wir sollen... So, also das hier ist die Philipsburg. Die ist damals übrigens ganz bewusst, das war quasi so trotz, die ist ganz bewusst hier in einem anderen Stil gebaut worden als die üblichen Burgen. Und auch eben mit so einem gelben Stein und so. So, wir... Da ist er schon. Ja, er grüßt schon. Ah, da ist er, ja. Gut. Ja, hier durfte er leider nicht stehen. Genau, aber also was wir... Was verständlich ist, weil die kriegen dann Ärger. Genau. Also wir dürfen nicht hier auf dem Parkplatz stehen und das verzehren, aber wir dürfen hier parken und er hat bei einem... Ganz vorne. Bei einem... steht auf einer privaten Auffahrt und... Steht auf 7 Parkplätzen. Jetzt stehst du auf 3 Parkplätzen, okay. Genau. Da vorne ist so ein Lichtschacht, wo ich drüber brettern wollte, deswegen habe ich gedacht... Ach so. Das wird der Kellereingang sein. Ja, das ist, sieht okay aus. Sieht okay aus. Nö, keine Hecke. Willst du noch eine Maske aufsetzen? Nee. Weiß gar nicht, ob draußen noch Pflicht ist. Hallo! Moin! Ja. Mit einer Person haushaltsfremd geht ja. Bei so einer interessanten, lustigen Idee sind wir ja auf jeden Fall dabei. Ja, die Idee ist auch auf jeden Fall geil, ja. Ja, guck, die sind sogar noch am Renovieren. Okay. Ja, vielen lieben Dank. So, also die Idee ist, ja, was weiß ich, setzt du dich doch am Fahrersitz, mhm, ja, dann musst du dich einfädeln, die kannst du drehen, ja, dann gehst du rein, ja, und ich gehe von hier aus rein. Ja, kriegen ja wir hin. Also von und dann müssen wir halt, rum, ja, müssen genau wir halt aus der Pappe umschaufeln, ja, was ist das geht. Ich habe extra noch. Wir sind gerade, genau. Er lässt es einfach mit seinem Wohnmobil alleine. Der Schlüssel hier ist. Wegfahren. So ein Wohnmobil ist schön, das hat eine schöne Größe. Thorsten hat ja auch ein Wohnmobil in der Größe. Ja. Und Tom hat auch ein Wohnmobil in der Größe. Diese Größe sind ja auch schön. Ich meine, wenn du da größer brauchst, musst du auch schon einen richtigen Sprung machen. Aber diese sowas, Größe, was Uwe hat. Ja, aber diese Größe ist schon richtig geil. Eigentlich. Ja, da kommst ja du überall noch mit hin. Ja. Ja, du kannst eben, du hast eine Küche, du hast eine Nasszelle, du hast ein vernünftiges Bett. Du hast eigentlich echt alles, was du brauchst, auf relativ kompakten Raum. Sehr schönes Wohnmobil, wirklich. Gefällt mir. Also. Wie modern das noch ist. Genau, und wie modern die geworden sind. Wie hell und wie. Wenn man sich da überlegt. Wenn man sich dann diese Ausbauten anguckt, die Leute so selber machen, wie das oft zusammengeschnitten. Ich glaube, also hier ist wirklich viel Stauraum und so auch, ne? Wahnsinn. Und ich mag die Drehsitze. Ich finde die total cool. Hätte ich ihm was tragen helfen müssen? Ich glaube, er kriegt das in Tüte. Also er muss es ja aus den Schalen und sowieso müssen wir es umlagern gleich. Er hat übrigens extra Teller gekauft. Hat er gesagt. Ja, genau. Er hat extra noch Teller und so geholt. Weil... Eine Aktion, ey. Schon geil. Wahnsinn. So. Das schaffe ich noch. Ja, aber hier mit Uhrzeit. Es ist nämlich, wir müssen uns beeilen. Wir haben uns tatsächlich festgequatscht. Es war ein ganz cooler Abend. Nur es ist ja ab 21 Uhr Ausgangssperre, das heißt, wir müssen ab 21 Uhr eigentlich mit den Hunden wieder zu Hause sein, werden wir nicht schaffen. Mit Glück sind wir um 21 Uhr bei Schwiegereltern
dann müssen wir uns illegalerweise dann von Schwiegereltern nach Hause buxieren. Aber Hause jetzt schleichen. Mal 5 Sekunden gewartet, was ist der Fehler am Bild? Ach so, ja, ich muss fahren. Ich muss fahren, das hat andere Gründe, das erzählen wir nicht. Doch, ich habe alle Lampen an, das ist egal. Es war ein wunderschöner Abend, es hat einen Haufen Spaß gemacht. Und das ist ja auch genau das, was ich schon mal gesagt habe, was ich vermisse, ne? Ich vermisse es tatsächlich auch mal, mich mit euch zu treffen und sich auszutauschen, weil wir haben tatsächlich sehr, sehr viele, sehr tolle Fans. Und das war auch ein sehr, sehr schöner Abend, das hat mir wirklich viel bedeutet. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen sind wir auch erst so spät losgekommen, weil es gibt ja das, sag ich mal, manchmal so, dann sitzt man sich so gegenüber und schweigt sich so an und weiß eigentlich gar nicht, worüber man reden soll. Und das war aber so ein Abend, wir hatten so viele Themen, über die wir hätten reden können, dass wir gar nicht über alles reden konnten, über das wir gerne geredet hätten. Ja, es klingt jetzt wieder verwirrend, aber ihr wisst, so bin ich manchmal. War ein super toller Abend, hat echt viel Spaß gemacht. Ja, und es war halt Corona-konform, ne? Wir waren halt mit nur einer Person aus einem zusätzlichen Haushalt. Wir waren nicht in dem Restaurant, wir waren nicht auf dem... Das bietet der Vorteil eines Wohnmobils, dass man das quasi jetzt Corona-konform machen konnte, ne? Ja, cool. Jetzt müssen wir halt sehen, dass wir mit ein bisschen Hackengas nach Hause kommen, bevor wir verhaftet werden und oder jeder von uns noch 200 Euro Strafe zahlen muss. Gut. Ja, wir haben eben aus Diskretionsgründen nicht alles gefilmt und wir wissen auch nicht genau, was wir im Video verwenden und was nicht, aber wir haben eben die Kamera bei gehabt und wir hoffen auch, dass wir das zeigen dürfen und dass jetzt keiner böse oder beleidigt ist, dass wir uns quasi nicht auch mit ihm getroffen haben oder nicht schon mit ihm getroffen haben. Ich weiß, einige von euch hatten auch angefragt, ob sie mal einen Tag kommen können, mit uns arbeiten. Auch das ist ja immer mal möglich, ihr wisst das, ihr kennt das, sind schon viele bei uns da gewesen, der Dirk Krüger war mal bei einer Kranfällung dabei und auch sonst sind eben vor Corona oft Leute zum Arbeiten auch mal mitgekommen, aber das ist im Moment eben schwierig und das müsst ihr einfach mal verstehen und dieses hier, das war eben eine lange durchgeplante und angekündigte Sache. Wo wir viel über Für und Wider gesprochen haben und das musste einfach jetzt gemacht werden. Das hatte so lange Vorlaufzeit und da haben wir so lange eben drüber gesprochen, dass wir das jetzt einfach durchgezogen haben. Fertig. Und es hat einen Haufen Spaß gemacht. Es hat tatsächlich einen Haufen Spaß gemacht und das ist eben auch das, wofür ich diesen Kanal lebe und was mich immer wieder begeistert, wie viel liebe Fans wir eigentlich haben. Ne? Gut. Oha. Alter, wir müssen echt Gas geben. Wir haben noch 10 Minuten, dann müssen wir verschwunden sein. Und wir sind immer noch in der Stadt. Das ist echt gefährlich. Oh, krasser Scheiß. Wenn es Licht oben angeht, geht auch meistens Tor auf. Nee, regnet, die Sensoren sind voll. Das geht auf. Ja, ne? Gut, geschafft. 20:57 Uhr. Genau, Edge. Pirat. Es ist eng mit dem Stuhl. Oh, was? Vorsichtig, es ist eng mit dem Stuhl. Ja, es ist eng. Eng ist ein nehmbarer Begriff. So, ich habe mal wieder Post bekommen. Das eine sieht ziemlich zerfrühstückt aus. Das ist hier schon mal aufgeplatzt. Er ist auch fast wieder zurückgegangen, weil Post ja. Absender ein bisschen Schwierigkeiten hatte, aber... Da hat die Post Absender und Empfänger verwechselt, das ist schon ein bisschen, aber wir haben es dann ja doch gekriegt. Und das andere ist zwar sehr leicht, aber sehr eindeutig gekennzeichnet, finde ich gut. Nachdem das letzte Paket, ihr habt es ja im Video gesehen oder Tina schneidet jetzt vielleicht das ganze Unboxing hintereinander weg. Ich habe mich natürlich sehr, sehr über die Lampen gefreut. Ich habe mich riesig über die Lampen gefreut, die sind auch echt super toll. Also diese Würfel, diese 4 Stück mit dem Blitzer und LED-Weißlicht in 1. Muss ich euch demnächst immer noch mal in Action zeigen. Habe ich mich natürlich super drüber gefreut. Ich habe mich einfach nur riesig geärgert, dass das einfach über den Zaun geschmissen wird in Rotz, Hagel und Regen und völlig zerknallt hier ankommt. Diese Pakete sind jetzt heile angekommen. Ich fange mal mit dem Paket von der lieben Lisa an.
Treue Zuschauer werden Lisa kennen. Lisa kommt aus Österreich und schickt öfter mal was. Lisa schreibt auch immer total liebe Briefe. Also ich freue mich jetzt tatsächlich schon riesig aufs Auspacken. Lisa ist total lieb. Schreibt mir auch mal ganz viel über Instagram und so. Ja, das weiß ich ja nicht. Ich habe kein Instagram. Nee, deswegen erzähle ich das doch gerade in die Runde. Aber wenn das mit dem Covid-Kram mal vorbei ist und so, dann würde ich mich echt freuen, wenn wir dann irgendwie mal auf der Bauma in Nürnberg sind oder so. Wenn Lisa uns da mal besucht, da würde ich mich riesig drüber freuen, weil Lisa möchte ich echt mal kennenlernen. Die ist echt immer so lieb. Die hat hier auch ein Lache-Gesicht auf den Karton gemalt. Finde ich total cool. Ist total lieb. Siehste, und hier, da steht nämlich auch wieder mit essbarem Füllmaterial. Und auch wieder ein Lachi. Hier ist ein privater Brief drin. Didelbriefmarke ist für Tina. Ja, Lisa schreibt immer Didelbriefe. Also der ist privat, aber hier steht... Hat die schon mal gesagt, ne? Die habe ich früher gesammelt. Wie mir ja, genau. Hier steht teils auch süß hier mit dem rosa... Pfeifenputzer. So, teils öffentlich. Liebe Arne, liebe Tina, wie versprochen schicke ich euch Nachschub vom Most. Sie hat mich nämlich gefragt, ob wir den nochmal... Ich sage euch liebend gerne. Die beiden Red Bull sind für den Fall, dass ihr wieder einmal fliegen wollt. Mit Haha und Lachsmilies. Das Füllmaterial habe ich etwas zu essen genommen. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also Popcorn mögen wir tatsächlich gerne. Und das hier ist sogar Schoko-Popcorn. Und man muss dazu sagen, die Lisa, ist noch ein Grund mehr, warum ich die gerne mal kennenlernen möchte, die hat immer wirklich ganz, ganz interessante Sachen, die sie uns schickt. Schokoapfelringe waren letztes Mal auch so geil. Genau, die Schokoapfelringe waren letztes Mal total geil. Die haben echt lecker geschmeckt und so. Also die hat immer sehr, sehr interessantes Essen. Und dieses hier sind nämlich auch, das ist so Schokopopcorn. Und das ist aber auch nicht so 0815 Zeug immer vom Discounter, ne? Sondern das ist irgendwie schon immer, wahrscheinlich hat sie da irgendwie so kleine Läden, wo sie das immer auftut. Ne? Fruchtiger Knabberspaß. Himbeerpoppies, ne? Also das sind immer so ganz besondere Sachen. Das ist Wahnsinn. Sag mal. Irgendeiner hat dich schlecht bis gar nicht erzogen, ne? Prinzipiell ist hier alles ihrs. Auch der Karton. Sobald das ist, in das Haus getreten. Alles, was das ist, Grundstück. Braucht nur nicht vorkommen. Macht weiter so mit euren Videos. Bleibt wie ihr seid. Ihr seid die Besten. Möge die Macht mit euch sein, Star Wars. Und nur die wahren Star Wars Fans kennen sich aus. Ja, geil. Dann ist noch ein kleiner Text privat drunter. Ach du Scheiße. Lisa, den hättest du auch so von mir bekommen. Also da hättest du nicht extra das Geld mit ins Paket legen müssen. Du hast uns schon so oft was geschickt, wenn ich gewusst hätte, dass ich dich mit so einer Kleinigkeit glücklich machen könnte. Den hättest du... Wahnsinn. Dann auch noch für den... Also... Wahnsinn. Vielen lieben Dank, Isa. So, jetzt muss ich aber noch ganz kurz dann doch den Rest noch auspacken. Also, es ist für die Muckis was drinne. Es ist eine Spende für den Gnadenhof. Eine Spende für den Gnadenhof ist drinne. Es ist Red Bull drin, ne? Da kann man auch sehen, wie die Pakete leiden, wenn die rumgeballert werden. Aber das tut dem Inhalt ja keinen Abbruch. Falls ihr wieder einmal fliegen wollt, da steht es auch nochmal. Es ist das geile Schokopopcorn drin, ne? Es sind diese Himbeerpoppies drin, ne? Und es ist der Most. Zerbrechlich, steht extra drauf. Aber es sieht so aus, als wenn alle Flaschen heile geblieben wären. Der hier. Da könnt ihr euch hoffentlich dran erinnern. Der war total lecker. 4 Flaschen. Lisa, vielen lieben Dank. Alle Flaschen sind zum Glück heile angekommen. Und das Paket nach langer Odyssee dann auch. Odyssee. Geil. Das ist so süß. Den müssen wir gleich noch lesen, Engels. Kann ich ja jetzt nicht, kann das Video nicht 3 Stunden lang machen. Und auf der Schokopopcorn bin ich bestimmt. Wenn das halb so gut schmeckt wie die Apfelringe, dann hat sich das schon gelohnt. So, dann jetzt das riesengroße Zerbrechlich-Paket. Weißt du, wo wir das sitzen, oder?
Ich habe ein Foto gekriegt, dass das unterwegs ist, weil er nach der Adresse gefragt hat. Ich habe aber den Namen vergessen, weil ich habe heute nämlich schon wieder jemandem die Adresse gegeben. Also, zu meiner Schande, nein, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, es steht drin. Ich habe es vergessen. Ich weiß aber, dass das er hat mir sogar ein Foto von der Aufschrift geschickt über Messenger. Deswegen, aber du weißt selber, ich kriege leider, oder ist ja auch schön, dass man so viele Zuschriften immer kriegt und so, aber ich kann mir das dann nicht, ich muss dann auch zwischendurch arbeiten und so und öffentlich. Hallo liebe Tina, lieber Arne, ich heiße Pascal und bin im dritten Lehrjahr zum Maler und Lackierer. Als kleines Dankeschön für eure... Ist das handgeschrieben? Ja, ist handgeschrieben. Alter, die Schrift sieht so geil aus, wie durch das Ding. Das mal fett, ne? Alter. Das mal eine Handschrift. Toll, habe ich euch eine Kleinigkeit gemacht. Viele liebe Grüße aus dem Westerwald vom Pascal. Pascal, du hast eine echt geile, vor allem für einen Jungen, das muss man ja mal festhalten, ne? Für einen Jungen hast du eine Top-Handschrift. Wahnsinn. Ich ahne mal, sie schreiben sehen. Ja, es sieht so aus, als wäre ich Doktor, Doktor, Professor, Professor, Doktor, 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 Professor. Weil ich schreibe Ahne auch verschief und immer so ganz in die Ecke gequetscht. Würde Steno schreiben. Also, das kann, also ich kann es meistens hinterher selber nicht mehr lesen. Ja, also. Frankierter Rückumschlag für die Autogrammkarte. Also geiler geht's nicht, oder? Geiler geht es nicht. Natürlich kriegst du eine Autogrammkarte. Ich leg dir auch noch einen Sticker mit rein. So. Dann wollen wir anfangen auszupacken. Du musst mir mal helfen. Hoffentlich klappt das mit dem Papier. So, hier ist schon das erste. Hundeleckerli. Hier, hast du gehört, ne? Hat sie gehört. Hier. Vini ist gerade aufgesprungen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der Tüteknister, sollte das geben? Nee, das gibt's nachher. Dann ist hier. Das ist sogar extra nochmal in den Zipbeutel eingepackt. Ne, Zipbeutel? Kennt ihr, ne? Mario Bart, Zipbeutel. Das gluckert. Bin gespannt. Ist das dieses, ja? Geil. Soll ich immer mal mitnehmen. Das Kopfdichtung, ne? Ja, genau. Kopfdichtungsöl, genau. Ja. Geil. Soll ich immer aus hier. Walnüssen und Karamell. Ach du Scheiße, ich mein bestimmt geil. Mit Tonkabohne. Kalt genießen, ja. Kalt genießen. Es gab sowas ähnliches, das ist eine andere Sorte, aber gab es bei uns im Einkaufsmarkt. Kopfgetriebeöl, genau. Geil. Das ist geil. So, weiter geht's. Bagger, bagger, bagger. Bagger, bagger, bagger. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Jetzt erklärt sich, glaube ich, warum da ganz viel oft zerbrechlich drauf stand. Ich kann schon was erkennen. Echt? Okay. Messer, ist das Glas oder? Ich befürchte, dass das Glas ist. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass es heile angekommen ist. Weil ich stand ja auch drauf, wäre schön, wenn es heile angekommen. Ja, aber das interessiert ja Ali, Ahmed und Mustafa nicht, wenn die mit den Paketen rumschmeißen. Außerdem müssen die Leute, die die Pakete transportieren, ja erstmal der deutschen Sprache mächtig sein. Maler und Lackierer, ne? Geiler Scheiß, Alter. Maler und Lackierer. Und da muss der ziemlich oft für abgeklebt und neu gemacht und es ist in Klarlack eingebettet, ne? Also er hat danach Klarlack drüber gemacht, ne? Es sieht aus wie Schwarzklavierlack, ne? Schick, ne? Hammer. Ja. Das ist auch echt fett. Das ist mal. Da darfst gar nicht so viel drauf patschen. Das musst du in die Küche stellen, das passt zu unserer Küche. Das musst du mit. Muss mit weißen Handschuhen aufhängen. Sonst hast du dann direkt wieder Fingerpatscher drauf. Pascal, vielen lieben Dank. Hammer. Lisa, vielen lieben Dank. Und auch, wie gesagt, für die Scheinwerfer, diese LED-Leuchtkegel. Sorry, dass ich das Auspacken so versaut habe, aber ich war echt in Brass über den Zustand des Paketes und wie die damit umgegangen sind.
Und darum, also der Inhalt, tipptopp, super lieb, vielen lieben Dank. Aber ein absolutes No-Go an Hermes. Das war ein Ding. Also erwische ich den da mal bei, dann wird's lustig. Nicht. Okay, Leute. Das war's dann auch schon wieder aus meiner, von meiner Auspackorgie. Ich lese jetzt noch die private Post und ihr schaltet ab und schaltet beim nächsten Mal wieder ein und am besten abonnieren und Glocke klicken, weil für die, die es noch nicht wissen, jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag kommt ein Video. Abschalten darf aber nur Peter Lustig sein. Den gibt's ja leider nicht mehr. Genau.